hat sich Herr Döveling von der FDP-Fraktion gemeldet. Bitte schön, Herr Döveling, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr, lieber Kollege van Ooyen, Sie haben es schon selber gesagt, es ist ein mehrmals jährlich wiederkehrendes Ritual, dass Sie hier versuchen, Ihr Gedankengut, was auch immer Sie dabei umtreiben mag, hier unter das Volk und gewisserweise auch in das Plenum zu tragen und dabei für mich auf unerträglichste Art und Weise die Arbeit unserer Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr diskreditieren. Und ich muss sagen, es ärgert mich immer wieder maßlos und es fällt einem schon ein bisschen schwer, die Fassung dabei zu bewahren, wenn man sich das so anhört, was Sie hier zum Besten geben. Es scheint mir auch ein Ritual gewissermaßen bei Ihnen zu sein, dass Sie es schaffen, permanent am Thema vorbeizureden. Das haben wir vorhin bei der Aktuellen Stunde der FDP-Fraktion zu Yad Vashem gesehen, wo Sie sich in Ergüssen über die allgemeine Lage in Israel ausgelassen haben. Und das scheint mir auch bei Ihrer Aktuellen Stunde so zu sein, wo Sie sich jetzt in Ergüssen über die weltpolitische Lage, über Rüstungsexporte und Ähnliches ausgelassen haben. Dabei steht in Ihrer Aktuellen Stunde, wie Sie ja nun selber am Eingang Ihrer Rede erwähnt haben, ganz klar drin, dass Sie ein Problem damit haben, dass die Bundeswehr auf dem Hessentag präsent ist. Ich will das jetzt gar nicht mit den Anführungszeichen aufgreifen. Ich denke, das kann man schon so auch in Anführungszeichen setzen, denn das ist schon ein sehr merkwürdiges Thema. Ich sage Ihnen aber ganz klar, ich will mich wirklich darauf kaprizieren, die Bundeswehr gehört für die FDP-Fraktion in diesem Hause ganz klar zu Hessen. Und das bedeutet auch, dass die Bundeswehr zu dem Fest der Hessen gehört und das ist der Hessentag. Deswegen hat die Bundeswehr ihren Platz auf dem Hessentag und kann sich dort auch angemessen präsentieren, wie das auch die Polizei, die Feuerwehr und viele andere Institutionen tun. Und das ist gut so und soll aus unserer Sicht so bleiben. Und ich sage es nochmal, Werben fürs Sterben ist ja Ihr zugegebenermaßen rhetorisch griffiger Slogan, aber es ist unerträglich. Sprechen Sie einmal mit Menschen, mit Soldatinnen und Soldaten, die dort ihren Dienst für uns versehen in der Bundeswehr, die ihn hier versehen, in Hessen, in den Kasernen, die ihn versehen, auch in Afghanistan, im Friedenseinsatz auf dem Kosovo, in Bosnien-Herzegowina, wodurch diese stabilisierenden Einsätze der Bundeswehr doch ganz erhebliche Erfolge erzielt werden konnten. Wir hätten in Bosnien nicht so eine souveräne Lage, so eine solide Sicherheitslage und auch im Kosovo, wenn dort die Bundeswehr nicht für Stabilität und Ruhe und Sicherheit und humanitäre Hilfe sorgen würde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das verdient unseren Respekt, unsere Hochachtung und vor allen Dingen unsere Solidarität. Das sage ich hier immer wieder. Wir haben das ja auch schon mit entsprechenden Initiativen hier im Plenum gewürdigt. Und ich möchte noch eins sagen. Sie behaupten durch dieses Werben fürs Sterben, wie Sie es nennen, ich habe es ja schon gesagt, ich finde es unerträglich, würde dazu angestiftet, Krieg zu führen oder Ähnliches. Ich will Ihnen mal eins sagen. Warum ist die Bundeswehr auf dem Hessentag und präsentiert sich dort? Zum einen, weil sie zu Hessen gehört, zum anderen aber auch, weil es eine Parlamentsarmee ist. Eine Armee, die sich dem Bürger öffnet, die sich dem Bürger zeigt und präsentiert, was sie dort tut. Und das ist aus gutem Grunde so. Wir haben vorhin über das unselige faschistische Erbe, was wir hier in Deutschland haben, gesprochen im Rahmen der Aktuellen Stunde zu Yad Vashem. Genau deswegen öffnet sich die Bundeswehr. Damit wir keinen Staat im Staate haben, haben wir eine Parlamentsarmee, die offen ist für alle Bürger und die sich den Bürgern auch präsentiert, damit wir dort keine Entwicklungen haben, wie es in Zeiten der Weimarer Republik war. Das ist das, was die Bundesrepublik Deutschland aus dieser Zeit gelernt hat, was die Frage des Militärs angeht. Und das ist eine richtige Entwicklung, Kollege van Ooyen. Ich sage es hier noch einmal ganz klar, wir werden nicht zulassen, dass seitens der Linksfraktion hier in diesem Hause immer wieder die Soldatinnen und Soldaten und die Bundeswehr verunglimpft wird. Unsere Solidarität steht fest an der Seite der Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr. Und Sie gehören auch auf den Hessentag und können sich dort präsentieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Döveling.